Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristie-Experimente. Entschuldigt bitte, ich habe ein paar Minuten Verspätung. Damals. Das gibt's nicht. So. Mist hier. Sag mal ganz kurz, ob ihr mich sehen und hören könnt, etc. pp. Und dann fangen wir auch schon an. Jo. Und ja, also ich habe gedacht, es ist Sommer und so weiter und für viele steht die Aquaristik so ein bisschen im Hintergrund und ich gedacht, ich könnte hier mal ein bisschen erzählen, was ich eigentlich vorher gemacht habe und sozusagen außerhalb der Aquaristik und wie mich das letztendlich auch letztendlich zu diesem ganzen YouTube und den ganzen ja, Aquarien und auch Videos machen sozusagen geführt hat. Vielleicht interessiert dich das den einen oder anderen und dann machen wir so wieder wie immer dann die Frage- und Antwortrunde. Und ja, könnt natürlich auch zu dem Thema fragen, aber auch darüber hinaus, so wie ihr das kennt. Na? Ja, und fangen wir einfach mal an. Also, mein Name ist Holger Herzog, ne? So heiße ich eigentlich und deswegen war ich damals auch bei dem Channel-Name. Herzog ist praktisch Duke, ist Englisch für Herzog. Ne? Und ja, aber wenn ich jetzt nicht adelig bin oder so, aber man weiß ja immer nicht so richtig, wo die Reise dahin geht. War schon auch, gedacht, dass ich ab und zu mal englischen Content mache. Habe ich ja das ist tatsächlich auch gemacht. Aber ja, ist auch ein bisschen einfacher. Also gerade englisch sprechende Menschen tun sich sowohl mit meinem Vor- und meinem Nachnamen doch ein bisschen schwer. Ja, da habe ich dann so eine nette Sammlung von Starbucks Kaffeetassen, ja, wo dann die Leute, die da arbeiten, versuchen, meinen Namen zu schreiben, wenn du den da, wenn du irgendwo im englischsprachigen Ausland bist. Dies ist dann eine ganz witzige Sache, weil da kommst du nie drauf, wie man das so alles schreiben könnte. Ne? Und ja, was habe ich gemacht? Also ich habe praktisch ganz normal Schule gegangen, Abitur gemacht, dann Armee, so eigentlich nichts Besonderes und habe dann gelernt Vermessung. Also ich bin ausgebildeter, staatlich geprüfter Vermessungstechniker. Ja, also und ja, der Beruf hat mir eigentlich Spaß gemacht, ist sehr facettenreich und war zu ich das begonnen habe, das war gerade so die Wendezeit. Da war natürlich hier, wenn man jetzt im Osten unterwegs ist, sieht man die ganzen Gewerbegebiete, Wohnungsbaugebiete, das war alles grüne Wiese und da war natürlich da jede Menge zu tun. Und was ich auch dabei entdeckt habe, dass ich relativ gut mit Computern kann. Ne? Ist ja viel mit Rechnen, Berechnungen. Und so, und da hatte man da schon immer relativ fortschrittliche auch Computer, einfach um diese ganzen Geschichten machen zu können. Na, es ist ja angewandte Mathematik, sagt man auch dazu, die Vermessung, ja. Und ja, das hat mir eigentlich schon Freude gemacht und wieder auch so ein bisschen so diese Liebe so zu EDV, zu Computer, habe ich da so ein bisschen entdeckt. Na, ich hatte zwar vorher schon auch so Gaming-Computer, was man halt so hatte, Amiga 500 Plus hatte ich schon, ja. Das war ja schon da, was willst du mit 1 Megabyte Arbeitsspeicher, braucht kein Mensch, ne. Naja, wissen wir alles, dass es ein bisschen anders sich entwickelt hat, aber ja, da, und das war schon auch so ein bisschen ein erster Fingerzeig, so, wo sich das dann auch jetzt hinentwickelt hat, ne. So Computer, und dann habe ich eben versucht, kommt man relativ schnell drauf. Ja, ist ja coole Sache, kannst ja mit dem Computer ziemlich viel machen. Und das ging dann auch schon los, dass man eben nicht nur Bild und Text hatte, sondern tatsächlich auch versucht hatte, Sachen zu kombinieren, also auch Fernsehen zu schauen, auf dem Rechner das aufzunehmen, die Videos zu bearbeiten. Und es hat mich eigentlich von Anfang an schon fasziniert, ja, diese ganze Medium, also auch die Möglichkeiten eben Videos aufzunehmen, zu schneiden. Ne? Ja, und dann bin ich über ein paar Umwege dazu gekommen zu studieren, das noch. Also wollte Vermessungstechnik
studieren. Jetzt ist es aber so, dass wenn du schon mal gearbeitet hast und dann studieren willst, ist das gar nicht so einfach, weil du hast dann schon ein Auto, ja, und auch dementsprechende Kosten. Also habe ich immer nebenbei gearbeitet, auch in der Branche war das aber ein bisschen schwierig. Ja, und das war ja also ein bisschen das Zeitalter, das war so um die Jahrtausendwende rum, wo ja dieser Internetboom, oder eigentlich wusste man dann später, es war eine Internetblase, war ja. Aber man kann sich vielleicht noch erinnern, die schon länger da unterwegs sind. Da gab es ja so Sachen hier wie Napster, ne, dass man praktisch irgendwie dann anfing, irgendwelche MP3-Dateien zu horten und hinher zu tauschen und da tagelang irgendwelche Rechner liefen, weil natürlich, also ISDN war schon, da warst du schon der Held, ne, mit DSL Superheld und naja, und viel mehr gab es nicht, ja. Und Flatrate gab es auch noch nicht, ne, also dann, also gab es die lustigsten Verquickungen da, und dann hat man versucht, dann auch diese ganze Thematik mit Einblender Werbung Geld zu verdienen und so weiter, ne. Und da habe ich mich auch schon ein bisschen dafür begeistern können, habe dann auch tatsächlich so erste Videos auch, habe mir dann einen Videoschnittplatz tatsächlich selber gekauft und habe angefangen, damals noch mit Mini-TV, ne. Ne, 3.11 hatte ich tatsächlich nicht, Lars. Ich hatte schon tatsächlich schon mit Windows 95 angefangen und dann Windows 98, dann kam das Windows ME. Ja, und dann ging es ja schon mit Windows 2000 tatsächlich weiter. Ne? Damals zum Beispiel war noch Dateibegrenzung, durfte in der Datei nur 4 GB haben oder solche Sachen. Ne? Also das sind ja alles Sachen, die sind ja längst Geschichte, aber an solche Sachen musste man da noch denken. Ja, auch wie gesagt, mit diesen Mini-TV-Kameras war es ja also im ersten Mal möglich, auch für einen Laien eine wirklich gute Bildqualität hinzubringen und auch zu schneiden. Ja, und auch um dieses ganze Geschichte dann so ein bisschen zu finanzieren, weil es war auch damals schon nicht günstig, ja, so Video-Equipment, Kameras etc., das hat ja auch schon alles Geld gekostet, und ich war wie gesagt Student, habe ich mich tatsächlich, habe ich ein Gewerbe angemeldet und habe versucht, Veranstaltungen zu filmen und dann auch zu schneiden und eben dann dafür mich bezahlen zu lassen, und das hat auch funktioniert, ja. Und aber also als Zubrot, also ich war nicht komplett selbstständig am Anfang mit diesem Gewerbe, sondern habe das sozusagen im Studium alles noch nebenbei gemacht, ja. Und dadurch hatte ich auch dann Connections zu jemandem, der das sehr professionell gemacht hat, ja, der also wirklich für Pro7 damals im Schnitt gearbeitet hat, ja, und auch der war ganz fasziniert. Damals hat man ja noch tatsächlich im Anfang hat man ja wirklich mit Videos direkt, also mit Bändern, wo man dann so das hingespult hat und dann übereinander gespielt hat. Also musste ich praktisch 2 Videoplayer und einen Videorekorder haben, damit ich eben Videoschnitt betreiben konnte. Ja, und auch im Profisektor kamen dann eben schon die ersten nonlinearen Schnittsysteme raus. Und das fand ich eben begeisternd. Das fiel mir natürlich auch leicht wieder, weil ich ja wie gesagt mit Computer ganz gut konnte, ne? Also und irgendwie diese ganze Denke mit Dateien und Programmen und so, also das fiel mir einfach leicht. Es ist eigentlich bis heute noch so, ja. Und ja, und dann habe ich mich da auch noch ein bisschen weitergebildet und habe dann immer mal wieder auch im professionellen Bereich tatsächlich auch als Kameramann und Kameraassistent ein bisschen auch gearbeitet. Ne, also ich wusste im Prinzip schon ein bisschen, wie das funktioniert, diese ganze Videogeschichte, und hat mich eigentlich ja immer fasziniert, aber ich wusste eben auch, das ist viel Arbeit, ja. Also das war vom Anfang, wo das dann die Frage im Raum, mache ich irgendwas mit YouTube, war das eher so ein bisschen ein Hemmschuh, sag ich mal so, ja. Weil man ja weiß, naja, hier sind so viele Spuren und so, da sitzt du so und so lange, ne, und das hat mich eigentlich am Anfang eher abgehalten, dass ich eben wusste, das ist sehr viel Arbeit und das dann und der zu erwartende Einkommen, sag ich mal, ist nicht so hoch, weil wenn du jetzt nur von YouTube lebst, kann ich dir dann am Ende auch ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Dann musst du unglaubliche Klickraten haben, um da irgendwelche nennenswerten Beträge zu erwirtschaften. Ne? Und das
wusste ich, dass das nicht so einfach geht. Ne? So, und naja, und jedenfalls habe ich weiter in meinem Beruf mich weiterentwickelt, habe aber immer dann, also ich habe dann tatsächlich auch versucht, komplett selbstständig zu arbeiten. Dann auch war auch so eine Kombi aus, naja, diese Videogeschichte, die lief eigentlich immer mit, ne? Aber eben auch dann kam noch Computerservice dazu, also ich für andere Leute Computer repariert habe, teilweise auch verkauft habe. Das war alles in diesem Internetblasenboom dann so ein bisschen, ne, wo dann Phobis und solche Geschichten, die sie noch immer können. Ne. Da gab es dann diesen berühmten Spruch, Service, Phobis, du, es kommt keiner. Ne? Das ist so, also gab es die Phobis und es kommt. Das waren so die, wie heute Mediamarkt Saturn, so im Computerbereich, alle inzwischen, die waren so billig, dass zum Schluss alle pleite waren, sie mit. Und, naja, und das ist ja ein Spiel, was sich in anderen Branchen ja auch immer wieder abspielt. Ne? Aber ist ja heute nicht das Thema. Ne? Und ja, und das war halt so der Stand, und dann war ich komplett selbstständig, aber da kam nicht genug rum, sage ich mal so, dass ich davon eben meine Familie ernähren konnte, muss man einfach so sagen. Ne? Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, wieder in meinen alten Job als Vermesser zurückzugehen und eben mit der Spezialisierung auf Tunnel. Ich bin also Vermesser und spezialisiert auf Vermessungen, die unter Tage stattfinden. Ja? Und da habe ich auch anfänglich noch immer mal was gefilmt, habe ich mal so eine, wenn sie so eine Sprengung machen, habe ich das gefilmt und so. Ne? Also es hat mich auch dieses Hobby immer noch ein bisschen begleitet. Ne? Ist aber dann eben auch durch die Arbeitsbelastung dann ein bisschen eingeschlafen, und ich konnte es auch gerade schon gewerblich schon gleich dreimal nicht mehr machen. Ja? Das war einfach zeitlich nicht möglich. Ne? Hab ich halt dann in dem Beruf immer weiterentwickelt, habe auch mir selber noch Programmieren beigebracht, kann also ein bisschen Java programmieren und ein paar Grundkenntnisse in anderen Programmiersprachen, weil eben gerade im Tunnelbereich hast du sehr viele Sachen, die immer wiederkehrend ablaufen, ja, also die praktisch täglich gemessen werden müssen und immer wieder ähnlich ablaufen, und dann hat man echt einen Vorteil, wenn man praktisch solche Sachen selber programmieren kann, weil es natürlich nicht für jedes Ding ein Programm gibt, weil es ja schon immer ein bisschen speziell ist bei jedem Tunnel, aber dort dann die Abläufe teilweise immer wieder gleich. Und das war so ein bisschen mein Spezialgebiet, dass ich es geschafft habe, eben diese Aufgaben wahrzunehmen und auch zu optimieren. Und dadurch konnte ich eben auch Projekte machen, die sonst eigentlich gar nicht schaffbar gewesen wären. Ne? Und ja, und da war ich dann zum Schluss, also war ich auch im Ausland unterwegs in diesem Job. Ja, also war in Indien, ich war in Ungarn, in den USA, in Kanada und dann die letzten Jahre auch Italien, Österreich natürlich sehr viel, und da war ja die Firma, für die ich gearbeitet habe. Und dann war es halt so, dass ich dann nach London bin, na? Und hatte dort ein ziemlich großes Projekt, das ist die Crossrail, da war ich involviert, auch als leitender Vermesser, da habe ich dann eine ganze Abteilung sozusagen geleitet als Projektleiter, und da war da verantwortlich für die Berechnung der Messungsergebnisse etc. und die ganze Organisation von diesen Baustellen da, wo ich da betreut habe, also die Vermessung, nicht die ganze Baustelle, sondern den Vermessungsteil, der natürlich nicht unerheblich ist beim Tunnel, wie man sich vielleicht denken kann. Ne? Und naja, und das war eine ganz nette Anekdote. Also YouTube war für mich bis dahin nur Katzenvideos. Na? Also ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Für mich war das, ja, ich habe da immer mal geguckt, aber ich fand da nichts, was ich interessant fand. Ja? So, und dann hatte ich eines Tages ein Problem in der Wohnung, wo wir da untergebracht waren, oder in diesem Haus. War Luft im Heizsystem. Da hört mir da so kluckert und die Heizung nicht warm wird und so weiter. Ne? Und da rief ich da bei dem zuständigen Verwalter an und sage, hier, da muss einer kommen, der muss mal nach der Heizung gucken. Ne? Weil da ist Luft drin. Und als wieder hatte ich mich da jetzt nicht so wirklich
zuständig gefühlt, das selber zu reparieren und wusste auch nicht, wie es geht. Also muss ich ja sagen, bin ja kein Heizungsmonteur, bin ja Vermesser. Ne? Und ja, was die nette Dame gemacht hat, die hat mir beinhart einen YouTube-Link geschickt mit einem YouTube-Video, wo genau drin beschrieben war, wie das geht. Ja? Und damit war so für mich so ein bisschen der Knoten geplatzt. Ja? Und ich habe dann gemerkt, aha, ist doch ein bisschen mehr als Katzenvideos das YouTube. Hatte sich natürlich auch weiterentwickelt in der Zwischenzeit, ist klar, es gab schnellere Internetverbindungen, man konnte streamen, ja, das gab es da dann alles schon. Ne? Und ja, und dann habe ich eben auch angefangen, dass wenn ich irgendwelche Themen hatte, die mich eben in Hobby oder Reparaturen und so weiter, habe ich tatsächlich angefangen, immer wieder YouTube auch zu Rate zu ziehen, ne? Und mir sagen, da anzugucken. Und war dann ganz begeisterter YouTuber, ja, auch von, was ich, wenn man irgendwie Spiele spielt, wo dann erklärt er, wie es geht und so weiter und so fort, ne? Kennt ihr sicherlich auch alle, ne? So, aber es war für mich eben damals neu davor. Und naja, und durch meine Kinder ist dann auch das Aquarien-Hobby wieder aufgelebt, ne? Ich war also, seit ich Kind war, bis ich zum Studium gegangen bin, hatte ich eigentlich immer ein Aquarium. Na, also wenn ich nicht eigenes hatte, dann doch das eben bei meinem Vater, was ich damit betreut habe. Da gibt es ja auch schon mal Videos, wo ich die euch gezeigt habe. Und die gibt es ja immer noch. Da gibt es auch dann demnächst mal ein Update zu diesem Wallstadt 2.0 Aquarium. Na, und ja, und das ist immer präsent gewesen. Na, und dann fingen die Kinder an und manche hatten so ein bisschen Allergien. Ja, und dann hast du ja praktisch, scheiden ja alle Tiere mit Fell sowieso aus, ne? Und außerdem durch die trockene Heizungsluft war die Idee, da stellen wir ein Aquarium hin, da ist ja das Problem mit dem Fell nicht, und durch die bessere Luftfeuchtigkeit sind ja diese Nebeneffekte ein bisschen reduziert. Ja, so, das war so ein bisschen der Gedanke dahinter, und damit lebte dieses Hobby wieder auf, ne? Ja, und das führte dann zu immer mehr Aquarien und auch größeren Aquarien. Ne? Und meine Frau hat dann mir zum Hochzeitstag, sogar war das, haben wir ein Aquarium geschenkt und die Trophäus. Ne? Also mein erstes Trophäus-Aquarium, diese Dubo Easy, weil die ihr halt auch so gefallen haben und ich war da auch Fan davon, und da hat sie mir die Sachen geschenkt. Und dann haben wir das Aquarium eingerichtet, und ja, und dann ging das los, wo stehst du es hin und so, ne? Und das hatte ich dann eigentlich mit einem Filter, aber das dann angefangen mit dem G3. Ich hatte dann schon immer mal so Videos gemacht, da hatte ich also eine Kamera, die konnte eben dann so ein Handy-Kamera mit 3D, wo 3D-Filme machen konntest. Das wollte man mal etablieren, hat sich aber nie durchgesetzt, ne? Also wo du praktisch ohne 3D-Brille 3D-Bild gesehen hattest. Und auf der anderen Seite hatte die zwei Kameras. Man konnte eben direkt selber 3D-Filme erstellen. Das fand ich halt auch recht spannend, das musste ich natürlich haben, und dann habe ich das auch gehabt, aber es war eben nicht, es hat sich nicht so durchgesetzt, ne? Weil doch, ja, das hat die Augen ermüdet und so, ne? Ja, und deswegen war das dann auch das letzte Handy, was ich hatte in der Richtung, ne? Aber da gibt es tatsächlich noch ältere Videos da von mir auch auf meinem YouTube-Kanal, wo man diese dann, wenn man da diese 3D-Kamera hat, ja, da sieht man dann zwei Bilder nebeneinander. Ne? Falls sich da einer schon mal gewundert hat, der mal vielleicht so ältere Videos von mir angeguckt hat, das ist eigentlich für solche 3D-Geschichten dann gedacht. Ne? Ne? Ja, und das war so, und das war praktisch so ein bisschen bis dahin. Ne? Ich kann euch noch mal was zeigen, was ich eben früher gemacht habe, oder was ich eigentlich bis heute auch immer noch parallel mache. Also praktisch nachdem London, da war das YouTube schon da, da war das Aquarium hier schon da, wo das Projekt zu Ende war, bin ich zurück zu meiner Firma in Hauptsitz gegangen, nach Graz, ne? Habe da auch eine Weile gearbeitet und habe da eben ein System mitentwickelt. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Gucken, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle, wie irgendwie leicht sind. Ne, das ist nicht das Richtige. So, hätten wir das jetzt da drüben. Warte mal, da habe ich irgendwas. Eigentlich sollte er jetzt hier ein Bild anzeigen. So.
mal. Das ist ein älteres Video von den Trophäen. Nicht die Trophäen, wo ich da angefangen hatte, sondern das ist, das kennt ihr ja, das Becken. Das 576 Liter Becken. Da. Das ist das Ding. Na, also solche Maschinen, die im Tunnelbau gedacht sind. Na, das ist also ungefähr eine Höhe von so 5 Meter. Na, und hier das Ding dreht sich und kann eben auch der Arm hin und her geschwenkt werden. Und damit wird praktisch dann das Profil des Tunnels rausgeschnitten aus dem Berg. Ein sogenannter Roadheader. Und da ist so ein Leitsystem drauf, damit der Fahrer drin weiß, wo er lang schneiden muss. Also wo praktisch er den Arm bewegen muss. In dem letzten System ist sogar das so, dass der Arm automatisch stoppt an der Linie, wo praktisch der Tunnel hin soll. Und ja, und hinten wird das dann hier eingesammelt, sieht man auf den grauen Ding, gell? Und hinten kommt es halt wieder raus. Ne? Also das sind so diese, und das System habe ich halt mitentwickelt. Und wenn immer so eine Maschine irgendwo hingeliefert wird oder irgendwelche Probleme gibt, dann fragen die mich noch an. Ne? Und dann habe ich da immer noch so ein bisschen was zu tun, aber nur sporadisch, um da die Kollegen zu unterstützen. Und da bin ich halt auch immer mal ins Ausland gefahren. Da war ich schon mit YouTube aktiv, dann tatsächlich. Da lief das schon so ein bisschen, eben alles noch nebenbei. Ne? Und da war ich, sind dann praktisch die Videos entstanden. Von Kanada habe ich dann mal ein Video gemacht, ein kurzes, oder mal einen Post bei Instagram vor irgendwelchen Aquarien am Flughafen und so. Ne? Und dann habe ich ja in USA tatsächlich in Salt Lake City war ich da, und da habe ich das Video gemacht von der Artemia, wie man Artemias gewinnt. Ne? Und aber auch einen Dreiteiler über die Aquarienprofis bei Heinz Scenes Tour. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es irgendwie an. Müsst ihr mal bitte gucken in meinem Playlist. Ne? Amerika-Reise, USA heißt das Ding. Und ja, das habe ich da gemacht. Und dann habe ich noch ein Video gemacht über solche Glowfische, also genetisch veränderte Zierfische. Ne? Und das waren so die Sachen, die ich habe auch da versucht, dann immer ein bisschen Content zu machen. Wenn das geht, geht natürlich nicht immer, weil oft bist du da wirklich auf solchen Baustellen und da pendelst du wirklich nur zwischen Hotel und Baustelle. Ne? Und viel mehr siehst du da nicht. Also, manche stellen sich da mal sonst was vor, halb wie Urlaub und die Firma zahlt, aber ganz so ist es dann doch nicht. Ne? Da musst du eben Glück haben, dass du mal frei hast oder dass mir irgendwas ausfällt oder ne, überhaupt was in der Nähe ist, was man sich angucken kann. Weil manchmal bist du da irgendwo in der Pampa, da willst du eigentlich nie hin. Ne? Naja, aber die bauen halt gerade da irgendwas. Ja, gerade Indien oder solche Länder. Ne? Dann, ja, genau. Und genau, das habe ich eben da gemacht und habe da auch gesagt, schon Videos gemacht. Und ja, das war so ein bisschen. Und dann fing das an mit diesem Filter. Ne? Und dann wurde das immer mehr. Und dann kam eben auch, dadurch, dass ich ja Englisch konnte und auch irgendwie, damals gab es nicht viel mehr wie Garnelen TV und Tobis Aquaristik Exzesse, das habe ich mir angeguckt. Und natürlich viele englische Sachen, King of DIY, Aquarienkoop und diese ganzen englischen, die es ja auch zum Teil heute noch gibt. Ja, und da habe ich mich auch wieder ein bisschen so auf den Stand gebracht, was praktisch so der aktuelle Stand ist der Technik. Auch beim Joachim habe ich da auf der Webseite, hatte damals noch nur eine Webseite gehabt, das hat mir auch am Anfang sehr geholfen, wo ich wieder so eingestiegen bin ins Hobby. Weil ja, ihr wisst ja, dass er auch manchmal ein bisschen anders rangeht, als man es manchmal so im Mainstream so liest. Ne? Und das hat mich auch sehr inspiriert und ja, und dann hat sich das halt immer so weiterentwickelt, dass ich ihm gedacht habe, ja, was willst du jetzt erzählen, probier es halt einfach mal Sachen aus und dann sieht man ja, wie es ausgeht. Und da ist eben natürlich Video schon ein Ding, weil ich finde, dass man das schon sehr gut mit Videosachen dokumentieren kann, jetzt besser als mit Text und mit Bildern nur, ja, und deswegen war dann sozusagen das wieder so zusammengeführt, ne? Also und der Schnitt natürlich mit Computer und was, aber wie gesagt, am Anfang hat mich das noch sehr abgehalten, dass eben dieser hohe Anspruch da war, ja? Ich musste eben was, so eine Kamera, die kostet so und so viel und das. Und dann habe ich auch amerikanischer Channel AquaPro heißt der. Ich glaube, den gibt es auch immer noch. Der macht so ein bisschen lustige Escapes auch viel so. Ne? Und der hat auch sehr viele Videos über Wasserwerte damals gemacht gehabt. Und das auch ein bisschen, hat er noch so immer so ein Laborkittel an, wenn er seine Videos gemacht hat. Ne? So ein bisschen.
Und der hat tatsächlich auch mit dem Handy gefilmt. Und da ich dachte, ach, echt, geht ja doch auch, ne? Und da ich immer relativ hochwertige Handys hatte, habe ich das dann eben auch probiert und damit ging das eben praktisch dann so los. Und dass ich dann auch noch Programme gefunden habe, wo ich praktisch am Handy direkt schneiden konnte, dass ich nicht immer extra am Rechner sitzen musste, sondern das alles unterwegs in den Bayern mal machen konnte. Ja, und dann das mache ich im Prinzip bis heute so, ne? Also ich mache immer noch mit dem Handy. Ich habe zurzeit habe ich jetzt hier so ein na hier, das ist jetzt so ein S22 Ultra, weil es ja keine Note mehr gibt. Sonst hatte ich immer Notes, ne? Und ich schneide mit KineMaster, ne? Und was ich mir noch irgendwann gegönnt habe, war so ein DJI. Das ist so ein Teil, was immer die Kamera gerade hält, wenn du durch die Gegend läufst, ne? Das konnte zum Beispiel, also eigentlich allen neueren Videos, wo ich so durch die Gegend renne, irgendwelche Zuchtanlagen euch zeige oder bei mir hier, da kommt das Ding eigentlich zum Einsatz. Ne? Also das sind sich ziemlich viel. Ne? Teilweise auch schon, der Eisring ist auch schon eingesetzt. Ne? Ist ein bisschen kniffliger, dann die Kamera verknüpfen muss und so, aber ja. Ne? Und ja, und das mache ich bis heute so. Und hoffe, dass sich das weiterentwickelt, hoffe, dass ihr mich weiter unterstützt. Ne? Und natürlich habe ich auch durch YouTube, auch wo ich dann selber Videos gemacht habe, auch durch das Feedback und durch die Kontakte, die entstanden sind, habe ich natürlich auch immer wieder was dazugelernt. Lerne immer noch jeden Tag wieder was dazu. Ne? Und das macht mir Freude. Und seit eben durch diese Corona-Geschichte bin ich ja dann den Job auch losgeworden, weil ich eben bestimmte Kurzarbeiterregeln nicht akzeptieren wollte. Aber und sowieso schon mit den Gedanken, die sie gespielt hatte, ob ich das versuchen kann, mich selbstständig zu machen, weil zeitgleich sich natürlich auch noch das mit Biohome entwickelt hatte. Das war ja auch durch diese Englisch sprachige Sache, da der Pondguru war natürlich da auch mit auf dem Plan. Dadurch habe ich von Biohome dann gehört, fand das halt auch interessant, die Filterwirkung. Weiter habe das dann ausprobiert, fand das gut und hab, ja, das kann noch keiner, verkauft noch keiner in Deutschland und es kennt auch noch nicht so viele Leute. Und ja, aber weil es mich eben voll überzeugt hatte, dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich jetzt irgendwelche T-Shirts oder Mützen Verkauf oder Aufkleber, dann mache ich lieber was, wo die Fische was von haben und habe dann eben angefangen, das Bio-Home zu verkaufen. Auch da ist es so, dass es mir wieder genützt, dass ich mit dem Computer gut klarkomme, also den ganzen Shop, alles habe ich alles alleine gemacht. Ja. Ja, und das ist eben auch bis heute noch so. Ne? Und ja, und seit, wie gesagt, so ein bisschen mehr als ein Jahr mache ich das jetzt komplett selbstständig. Weil man schon sagen muss jetzt, dass der meiste Eintrag schon durchs Biohome kommt, jetzt nicht durch YouTube, wobei ich das immer so ein bisschen, eine gewisse Wechselwirkung ist ja da, aber ja, ist schon so, ne? Ja, und da war ich auch bei der Messe, ne? War der einzige YouTuber, der einen eigenen Messestand hatte bei der Interzoo. Und dadurch gibt es manchmal diese Sachen, die vielleicht der jetzt nur mal so kurz reingeguckt hat, noch gar nicht so versteht, wie das alles zusammenhängt. Ne? Und ja. Und so ist das bis heute. Ne? Und da kann ich ja mal gucken, was ihr so für Fragen habt oder für Beiträge. Und da könnt ihr jetzt ein bisschen so fragen, wenn ihr so noch was wissen wollt oder eher jetzt zur Aquaristik allgemein. Ne? Und hab Hunger auf Fisch schmeckt, genau. Ja, die Hitze ist schon herausfordernd, ne? Auch für die Aquarien und so. Bergbautunnel mit Kurvenstrecken müsste ich bei meiner Bergbauausbildung in Uschatz auch mal berechnen. Später habe ich dann in Köln auf Energieanlagetechnik umgeschult. Genau. Ja, da weißt du so ein bisschen, Mücke, was, dass das nicht so ganz so ohne ist, na, das Rechnen. Wobei du beim Bergbautunnel nicht die Genauigkeiten hast wie beim einem Straßeneisenbahn oder ähnlichen Tunnel. Okay? Also diese Genauigkeitsanforderungen sind um einige Potenzen höher. Na? Welchen Bodengrund hast du in dem Becken hinter dir? Der Bodengrund, Stubi, da kannst du gerne, da gibt es eine ziemlich ausführliche Dokumentation. Die Playlist heißt, glaube ich, 800 Liter Aquarium oder so. Das ist das hier, wo die Algen eben drin sind. Und der Bodengrund ist tatsächlich Biohom-Abrieb. Ja? Das ist ja praktisch, wenn ich das, es kommt hier in großen Säcken, dann fülle ich das mal ab, dann siebe ich das so durch, damit nicht bei euch dann der ganze Abrieb drin ist. Also der Abrieb, der dann noch drin ist, das ist wirklich nur das, was beim Transport entsteht, das lässt sich leider nicht vermeiden. Aber der Großteil von dem Abrieb, der schon von England sozusagen mitkommt, den behalte ich. Und das sammle ich den, da mache ich dann immer so lustige Projekte, wie eben hier das als Bodengrund zu
werden. Ne? Und leider, also ich kann das eben auch nicht zum Verkauf anbieten, weil ich gar nicht weiß, wie ich das berechnen soll. Ne? Also ist schwierig. Deswegen nehme ich sie mich und bin halt der Einzige auf der Welt, der das hat. Ein wenig Exklusivität sei mir gegönnt. Ja. Und da, ja, das ist der Bodengrund. Ne? So. Genau, was anderes noch sieht aus wie das Manado. Ne, ist nicht Manado. Über 70 Zuschauer und nur 6 Daumen hoch. Hier stimmt was nicht. Hat euch die Geschichte nicht so interessiert, die ich erzählt habe? Na, dann, wie gesagt, wir können da gerne fragen, aber wenn ihr was zu Tunnel wissen wollt, kann ich euch auch erzählen. Ne? Ja, könnte man denken, hat es recht. Na, gut. Na, ist nicht, also wie gesagt, ist nicht Manado, ist dieser Biom Sand. Und da gibt es auch noch einen Grauen. Werde ich vielleicht auch mal ein Projekt machen, wo ich den Grauen einsetze. Ne? Da gibt es ja dann Dunkelgrau, Hellgrau. Ob ich was zu der Aqua Blend Serie sagen kann? Nein, kann ich nichts dazu sagen. Von Fabian. Kann ich leider überhaupt nichts dazu sagen. Weiß ich nicht. Bei Dünger habe ich mich eher so ein bisschen auf Greenscaping eingeschossen. Und was das Aqua Blend ist, weiß ich jetzt nicht, was er da vorhat. Na, ich weiß, dass er früher schon mal Dünger irgendwie verkauft hat, ganz am Anfang irgendwann. Ne? Ja. Muss er wissen, was er da so tut. Ja, sowieso eng sind wir da nicht in Kontakt. Ja. So. Ich wundere es nur gerade, dass ihr irgendwie ich euren Chat nicht im Dienst sehe eigentlich. Ist ja nicht ganz toll. Aber ist ja nicht so schlimm, ihr könnt ja den Chat da so einblenden. Ne? Normalerweise habe ich immer den Chat hier drin, aber irgendwie, ich habe nichts verändert, aber irgendwie geht er nicht mehr. Komisch. Naja. Manchmal etwas eigenartig. Jochen Boskamp, wie regelst du das mit den Algen? Also prinzipiell ist Biohom auch an die Algenmittel, weil wenn deine Filter ordentlich funktioniert, dann hast du schon mal generell wenig Algen. Ja. So, hier habe ich ein paar. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass hier habe ich so tatsächlich ein paar Pinselalgen. Ja, weil eben das Aquarium ist eben hochgradig übersetzt, das muss man schon so sagen. Da wird jetzt auch mal ein Update gemacht. Und da kommen auch ein paar Fische, werde ich dann ein bisschen durchsortieren und die kommen dann erstmal raus. Das erzähle ich euch dann aber in einem extra Video und vielleicht mache ich da auch mal einen Livestream ein bisschen dann zu dem Thema generell. Ne? Genau. Und dann kannst du praktisch ja. Und ansonsten hier ist sofern auch wenig Algen, weil natürlich auch sehr wenig Licht drauf ist. Jetzt gemessen an der Beckenhöhe. Ich habe die Pflanzen sind ja die hier sind echt, die da nicht. Ne? So und deswegen habe ich das jetzt hier geregelt. In anderen Becken habe ich eigentlich kaum Algen. Wenn mal, das hatte ich auch dokumentiert, im Enaquai, und da waren mal nicht mal ein paar Blaualgen breit gemacht. Die habe ich dann ganz klassisch mit Easy Carbo ein bisschen niedergemetzelt und das Ganze auch wieder ein bisschen mehr ins Gleichgewicht gebracht. Und dann war es eigentlich auch gut, ein bisschen mehr gedüngt und hat sich eigentlich wieder alles eingerenkt. Na? Ja. Warum sind die Schweizer Meister im Tunnelbau? Sind sie nicht, sind die Österreicher. Die haben zwar jetzt momentan den längsten, glaube ich, ne? Aber die Schweizer sind international im Tunnelbau nicht so gut vertreten, dass ich die Österreicher, weil ja diese Österreicher haben die NATM, also die neue österreichische Tunnelbauweise oder New Austrian Tunnel Method entwickelt, die es halt möglich macht, sehr flexibel auf veränderte Gebirgskategorien zu reagieren. Und dadurch sind sie schon auch international, ist praktisch einer der Hauptexportgüter, ist gleich nach Red Bull Tunnelbau na, von Österreich. Also das ist wirklich so. Na? So, warum hast du dich nicht Seven Visit Wildwurm, kenne ich nicht, Leben in der Erde, sagt mir gar nicht. Was soll das sein?
Na du, wie schwer ist es, von einem Online-Shop zu leben? Ich frage deswegen, weil ich einen Innenfilter entwickelt habe, meiner Meinung nach den besten der Welt. Naja, von nur einem Produkt als Online-Shop ist es schwierig, aber auch nicht unmöglich. Ne? Das kannst du einfach selber ausrechnen. Ne? Du weißt ja, was du an Geld brauchst. Jeden Monat, damit du deine Rechnung bezahlen kannst und vielleicht auch noch ein bisschen übrig bleibt für mal Urlaub oder Auto, was auch immer. Ja, so, dann kannst du ausrechnen, wie viel Filter du davon verkaufen musst, weil du weißt, was sich der Filter kostet und dann was du ungefähr erwarten kannst, was Leute bereit sind, auszugeben. Und dann kannst du entscheiden, ob dann wie viel Filter du verkaufen musst, um das zu wirtschaften. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ne? So, schmeißt du mal eine Excel-Tabelle an und dann kannst du dir überlegen, ob du denkst, dass du das schaffst oder nicht. Ja, wie gesagt, musst du Werbung einkassieren und so weiter. Das ist natürlich bei mir in gewisser Weise Pluspunkt, dass ich natürlich kein Werbebudget habe oder fast kein Werbebudget, na, weil ich das meiste schon über YouTube mache und inzwischen auch andere YouTuber das benutzen, von denen ich übrigens keinen bezahlt habe. Na? Also ich habe weder Martins Fische bezahlt, noch habe ich Andy Aquadicted bezahlt. Na? Da habe ich die Bestellung, die er gemacht hat, ein bisschen aufgerundet. Okay. Ja. Aber ich habe nie irgendwie irgendwelches Geld hingegeben oder irgendwas sonst was. Ne? Und die haben das wirklich alles selber ausprobiert und sind zu denselben Schlüssen gekommen wie ich letztendlich. Joachim ja auch. Und ja, so ist das. Ne? Und ja, das musst du dann selber entscheiden, ob du praktisch, wenn das so mal hochrechnest, ob es dann reicht oder nicht. Ne? Wie gesagt, ich hatte den Vorteil, dass ich es ja auch neben meinem normale Jobs sozusagen schrittweise aufgebaut habe. Ich musste also auch keinen Kredit nehmen, ich habe immer wieder selber, das was ich eingenommen habe, investiert. Ne? Und so kann man das halt auch probieren, ne? Sage ich mal so. Also ich würde es jetzt vielleicht nicht gleich von 0 auf 100 mit nur einem Produkt versuchen, aber das Aufziehen von einem Online-Shop, das schafft man schon, wenn man ein bisschen Grundkenntnis hat, IT-mäßig. Und dann kannst du es ja einfach auch schon mal nebenbei probieren. Ja, also genau. Oder suchst du eben Partnerschaften, mit denen du dann den Filter verkaufst. Das geht dich auch. Ja, dann kannst du dich aufs Bauen konzentrieren und jemand anderes verkaufst für dich. Wie gesagt, das ist alles Mathematik. Muss gucken. Wäre das nicht mal eine Idee für eine Marke mit Biohome, kleinreiben und das Bodengrund anbieten, zack, und schon wieder Geld. Ja, Stubi, das ist das Problem, dass du dann natürlich auch einen sehr teuren Bodengrund generierst, aber wenn du es klein reibst, ne, dann hast du auch Teile, die sehr, sehr fein sind. Ja. So, und dann sagt, wisst ihr, Biohum kostet momentan so 22 Euro das Kilo, ja, und da bleibt nicht viel Bodengrund, also das lohnt sich einfach nicht. Ne. Das wäre dann wahrscheinlich der teuerste Bodengrund der Welt. Ne. Ja, noch teurer als ADA. Und deswegen mache ich das nicht. Ne? Ich hatte mal angefragt in England, ob die das nicht irgendwie hinkriegen, da das irgendwie abzusondern, aber das schaffen sie auch nicht. Ne? Da hast du ja ordentlich verdient, wenn du immer auf Montage warst. Naja, was man so ordentlich nennt. Ne? Also ich will mich jetzt nicht zu sehr beschweren, aber wenn man das vergleicht, also was andere verdienen, die ja vielleicht weniger Verantwortung haben. In dem Bereich. So, also was ich sagen wollte, das Problem ist, es ist immer so ein Knackpunkt, weil man versucht immer den Vermesser zu drücken, ja, weil es natürlich ein personalintensives Geschäft ist und das führt dann leider dazu, dass die Gehälter teilweise im Vergleich zu einem Meneur, der sicherlich körperlich mehr arbeitet, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, ja, das ist schon auch schwer verdientes Geld, tatsächlich da mehr verdient als du als Vermesser, der dafür zuständig ist, dass der Tunnel an der richtigen Stelle steht. Das war eigentlich immer so ein Spannungsfeld, was mir auch immer ein bisschen genervt hat. Ja, und ja, das
Und es ist ganz extrem, wenn du in Deutschland bist, ja, dann ist es irgendwie. Ich habe also wirklich extrem ungern in Deutschland gearbeitet, tatsächlich, ja, ne? Ja, weil dort diese Idee, dass der Vermesser nicht kosten darf, das dominiert alles, ne? Dass du eine gewisse Qualität liefern musst, das interessiert irgendwie keinen, ja? Es hat ja dann irgendwie die Versicherung. Und das war immer so ein Punkt, das hat mich in Deutschland immer sehr genervt. Ne? Und deswegen habe ich relativ gerne im Ausland gearbeitet, nicht gar nicht mehr so sehr wegen Verdienst, sondern weil man da doch der Vermesser oder gerade als ausländischer Experte hast du dann dort nochmal einen anderen Stellenwert als jetzt hier im eigenen Land. Ne? Das ist so. Wobei du da auch auf der Baustelle meistens irgendeine ausländische Sprache können musst, damit du dich verständigen kannst. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Hast du nicht einen riesen Nährstoffüberschuss in dem Becken mit so wenig Pflanzen? Nein, habe ich nicht. Weil die ja rausgeführt hat. Margot Ebert, da gibt es ganz viele Videos, wie ich das mache. Weil das ist ja ein spezielles ein sogenanntes AWAP-System, was hier läuft. Da laufen zwei fette biobestückte Filter. Damit habe ich schon mal kein Nitrat. Ne? Das eine, was dann eben noch ein bisschen zu Problemen führt und auch zu diesen Pinselalgen, meiner Meinung nach, ist Phosphat. Ja, das und die, was da eben dann noch übrig bleibt, das filtere ich über einen Mischbettharzfilter raus, wo ich eben das Mischbettharz immer regelmäßig erneuern muss. Und das habe ich jetzt eine Weile nicht gemacht, deswegen, weil es ist jetzt wieder abgelaufen, das muss ich wieder machen und dann verschwinden halt die Algen wieder. Dann hast du auch keinen Nährstoffüberschuss, weil die einfach alle weg sind. Ja, ich brauche hier keine Mengen an Nährstoff. Weil die zwei kleinen Anupias hier links und rechts, na, die 80 cm hoch Anupias, die brauchen nicht so viel Nährstoffe. Naja, und ich sage wenig Licht und so. Ne? Ja, für mich ist Bio definitiv das aktuelle Gießhülle am Markt. Danke Joachim für den Beitrag. Da gibt es 7 Welt, eine Aquaporist hat sich auch beworben, Wildcard. Okay, na, ich muss mal gucken, was das ist. 7 Visit Wild, mal gucken. Keine Ahnung. Bin ja eigentlich gar nicht so der Wildnis-Typ, ne? Da gibt es andere, die da mehr ambitioniert sind vielleicht als ich. Ich fahre gerne mal einen Feldweg mit meinem Auto, aber sonst, das war's dann auch schnell. So, Joachim, verdienst ja auch mit den Affiliate-Links Geld damit. Ja, also das ist ja bei YouTube, ist, hast du immer diese drei Sparten, ne? Dass du eben einmal bei YouTube was kriegst. Weil das wirklich, da musst du wirklich in den Millionenbereich gehen, damit du nur davon leben kannst. Ne? Und dann ist es diese sogenannten Affiliate-Links, das heißt eben viele am Amazon-Links, die benutze ich ja auch, ja. Aber das sind, ich kann es euch ja sagen, ist ja nicht, also sind bei mir nicht mal 50 € im Monat. Ja? Also, das, also wenn du davon leben willst, so, dann sind es eben eigene Produkte zu vermarkten. Ja? Viele haben sogenannten, wie die Jungs von Aquadicted, die haben ihre T-Shirts und ihre Bürste, habe ich jetzt auch eine, ja, übrigens habe ich auch eine Aquadicted Multibrush, hab ich ja. Und da, na, die machen es halt über die Schiene, weil die auch jetzt nicht reich werden dabei, ne? Das muss man auch wirklich sagen. Also, und der Martin zum Beispiel gar nichts, ne? Also das ist, der macht das wirklich aus Spaß und der Freude und Hingabe zum Hobby, ne? Da habe ich dann auch. Ja, mache ich letztendlich auch, weil wie gesagt, nur davon, nur jetzt ist das halt so, hat sich das eben so dahin entwickelt. Ne, dass, aber trotzdem mache ich es immer noch, weil es mir auch Freude macht. Ne? Also auch das Hobby macht mir auch nach wie vor Freude und immer wieder was Neues zu lernen, das ist immer noch meine Hauptmotivation. Ne? Das andere ist halt, dass man davon seine Brötchen bezahlen kann, das ist halt immer so. Und wenn das jetzt nicht darum kommen würde, müsste ich halt wieder irgendwie in Tunnel vermessen gehen. Ne? Das ist schon auch klar. Genau, soll die Uhr umstellen. Ja, hab ich das sogar schon gemacht. Ich habe nämlich so einen WLAN-Teil da dran und das hat aber irgendwie keine Verbindung, funktioniert nicht richtig. Deswegen habe ich jetzt wieder die klassische Uhr dran gemacht und dann geht es irgendwie noch nicht. Also gute Idee, ich kann ja pro Wochentag programmieren. Mal gucken, ob ich das hinkriege mit Dienstag, wenn wir jetzt das regelmäßig beibehalten. Aber irgendwie ist das auch cool, wenn immer das Licht mit drin ausgeht, oder? Nee, ist cool. So, Elfriede, ich verdiene Millionen mit den Affiliate-Links. Genau. Ja, Schwan hat angesagt, manche behaupten sowas auch für 100 Euro. Elfriede, manche behaupten das auch für 100 Euro. Weiß nicht, was du jetzt meinst. Leben in der Erde, man hört bei YouTube ca. 43 Cent für ein Like, das ist Quark. Na? Also. Weiß ich nicht, was du da gehört hast.
Also du kriegst da, das schwankt auch nach Jahreszeit tatsächlich. Na, also je mehr YouTube selber für Werbung nehmen kann, desto mehr schieben sie auch durch. Na? Also jetzt zum Beispiel vor Weihnachten kriegst du für das gleiche Video dann eine gleiche Klickzahl mehr Geld als jetzt im Sommer zum Beispiel. Ja? So, und das geht eigentlich meines Wissens nach nur nach Aufrufzahl und wie lange die Leute dein Video gucken. Und dann kannst du natürlich noch verschieden viele Werbespots rein machen in die Videos. Ja? So, das siehst du bei manchen, die jetzt auch da versuchen davon zu leben, wo YouTube vielleicht noch ein größerer Schwerpunkt ist, wie jetzt bei mir das Biohome, dass dann wirklich alle 2 Minuten einen Werbespot hast. Ne? Muss jeder selber wissen. Und wie gesagt, dann geht auch die Zahl ein bisschen hoch. Ne? Wie gesagt, also die Likes bringen gar nichts, die führen nur dazu, dass das Video mehr Leuten angezeigt wird und dann potenziell du auch natürlich mehr Klicks bekommst. Also wenn du sagst, dass du hier in diesem Video gute Informationen gefunden hast, die dir vielleicht weitergeholfen hast, ist es sehr schön, wenn du ein Like da lässt, weil dann wird es auch anderen, die nach solchen Informationen suchen, vor anderen Videos angezeigt, die weniger Likes haben. Das ist eigentlich alles, ne? Und dieser Aktivitätsbonus, der ist sogar, wenn du ein Dislike gibst, da, ne? Also das ist für YouTube so wurscht. Hauptsache Action. Das gilt auch für Kommentare und so weiter, ne? Das ist also, dass du da für ein Like 43 Cent kriegst, schön wär's. Sag ich mal so. Also, du kannst dir das alles selber angucken, Leben der Erde. Das ist ja nicht geheim, ja? Das verkaufen da manche irgendwie als Geheiminfo. Die Wahrheit ist, wenn du bei YouTube die Sachen durchliest, die halten nicht in den Berg damit. Das steht da, ne, was du da erwarten kannst und so weiter. Ne? Da kannst du ja alles selber rausfinden. Das ist nicht, gibt keine Geheiminformationen, ne? In dem Sinne jetzt. Ne? Gibt sicherlich mal hier und da, dass man schneller drauf kommt oder so, aber das meiste ist auch da viel Abzocke. Ne? Die dann sagen, oh, mach jetzt wie YouTube und dann wirst du Millionär oder so. Also ich bin ja kein YouTube-Star, ich mache halt YouTube. Ne? Und es ist halt jetzt momentan ein Schwerpunkt in meinem Hobby, sage ich mal so, aber nicht, ja, genau. Und ich sage, wenn ein bisschen Informationen zurückkommen von euch, jetzt ist immer wieder was dabei, wo ich auch selber wieder was lerne. Ja, wenn es um irgendwelche technischen Sachen geht oder Ideen, wie man Sachen aufziehen kann oder irgendeinen Link, den er reinpostet, wo man sich mal was anderes angucken kann, das hilft mir auch. Ne? Das inspiriert mich auch immer wieder. Und das ist ja das, wo ich ein bisschen meine Energie draus ziehe, ne? Um das zu machen, weil es ist ja schon nicht ohne Aufwand und doch auch mit recht viel Arbeit verbunden. Wenn jeder, der das schon mal Video hat, geschnitten hat, nachvertont hat, Texte und so weiter, und dann hinterher, wenn du es bei YouTube hochgeladen hast, dann auch noch die Texte und die Links und ne? Ist schon nicht zu unterschätzen. Ne? Und ja, und da denke ich, ist das auch gerechtfertigt, wenn man für den Aufwand eine kleine Vergütung bekommt. Ne? Das ist einfach so. Ja. Er ist ja bei YouTube per Gebot verkaufen, deshalb schwankt der Verdienst teilweise extrem. Genau, das ist so. Das ist einfach ein riesig warmes Problem, genau. Könnte ein Eigenakt aus der Meerwasserflüssigkeit für den Schadstoffabbau in den pflanzenarmen Aquarien hinter dir eventuell nützlich sein? Ich hab kein Schadstoff. Problem. Na, ich, wie gesagt, ich habe das jetzt so gelöst, ein Algenreaktor, ich kenne die Sachen, die gibt es auch tatsächlich auch für Süßwasser. Ne, sieht man manchmal bei amerikanischen Anbietern, wo du dann das draußen dranhängst oder auch wenn du ein Filterbecken hast. Ich habe ja kein Filterbecken. Das ist auch so ein bisschen eine eigene Geschichte. Wenn ich das Aquarium von Anfang an so beauftragt hätte, wie es in der Größe und so weiter, dann hätte es ein Filterbecken. Ja. Aber das war eben hier nicht der Fall, ne? Sondern es war so eine Art Garantie. Transportschaden, Rückläufer beim Friedeberg, und dadurch habe ich es eben auch deutlich günstiger gekriegt, als es sonst gewesen wäre. Ne? Also hat er mich dabei ein bisschen unterstützt. Das ist sozusagen ein Sponsoring, wenn man so will. Ne? Aber ich habe schon noch was bezahlt, ja, und alles nicht jetzt nur 2 Euro. Ne? Also habe schon was bezahlt, aber es war deutlich günstiger, als wenn jetzt ihr da ganz normal bestellt. Ne? Kann man ja sagen, habe ich ja immer so gesagt. Ne? Und das ist ja auch so ein Thema Sponsorings. Ne? Ich bin ja tatsächlich, glaube ich, immer noch der YouTube-Channel mit den meisten Produktreviews tatsächlich. Ne?
Und kaum welche gesponsert, ne? Also das ist minimal, was gesponsert worden ist. Ja, das war mal eine Lampe, ja, hier das Aquarium, dann, das heißt sogar schon zweimal Lampen hatte ich gesponsert gekriegt. Das waren die, die jetzt, ja, diese Aquarium, LED-Aquaristik, ne? diese mit Wasserkühlung, die läuft da immer noch. Und dann habe ich noch mal zwei Spots gesponsert gekriegt, von Dernerle tatsächlich. Aber auch über Umweg, eigentlich vom Großhändler, aber ist egal. Und einen Oasefilter habe ich mal gesponsert gekriegt, einen kleinen Außenfilter. Den hier habe ich auch günstig gekriegt, den Futterautomat habe ich gesponsert gekriegt von Oase. Und immer so eine Box. Ne? Und von Escape Factory habe ich auch schon mal Sachen so bekommen. So, und das war's. Ja, die allermeisten Sachen, die ich euch vorstelle, die habe ich mir tatsächlich ganz normal selber gekauft. Manchmal, dadurch, dass ich jetzt ja auch Händler bin, kriege ich sie manchmal günstiger zum Einkaufspreis, aber trotzdem muss ich sie mir erstmal kaufen. Ja. Oder in dieser Serie Pimp My Filter habe ich sie tatsächlich auch von anderen Aquarianen zugeschickt bekommen. Habe dann im Gegensatz eben, das war dann das Biom für die kostenfrei, ja, dass sie da mitgemacht haben. Das ist, denke ich, auch. Versuche ich ja immer noch, wenn ihr da Filter habt, die ihr vorschlagen, wenn du dir deinen Innenfilter da mal zeigen willst, kannst du gerne mal herschicken. Da können wir mal gucken, ob wir da Biom reingepackt kriegen, die Leistung zu steigern. Ne? Oder habe ich das ja beim Escape Factory auch gemacht. Da habe ich ja auch, er hat sich einen Filter vorgestellt und dann habe ich, gibt es Versionen, die eben so angepasst sind, dass genau der Brick reinpasst, ne? Und so weiter. Ne? Und da haben wir alle was gekonnt, ne? Weil viel ist es halt leider so, dass wenn du jetzt in Supermarkt oder Supermarkt in so eine Kette gehst oder Baumarkt gehst, ja, die kleinen Läden, die sterben ja immer mehr weg, ne? Da weißt du eben nie, wie du da rauskommst, ob die einfach nur das haben, weil sie eben nur alles von bestimmten Marken haben, da haben sie eben nur die Sachen, ob das dann immer noch das Beste ist für dein Aquarium, das weiß eben keiner, ne? Und viele kleine Anbieter, die haben kaum eine Chance, irgendwie eine Plattform zu kriegen, ihre Produkte an Mann zu bringen, ne? Obwohl sie vielleicht besser sind als das, was du so als Massenzeugs im Laden kriegst, bei Biom auch so. Ich bin ja überzeugt davon, dass es deutlich besser ist, als was du so im Laden zu kaufen kriegst in den meisten Läden. Es ist ja nach wie vor nicht. Ja? So, und das wird sich vielleicht noch ändern, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Aber und da denke ich, ist es legitim, würde mich ja interessieren. Ich habe schon vor, auch wieder mehr sowas zu machen, also solche Produktreviews. Ne? Und wo ich eben dann zeige, läuft der Krempel oder eben auch nicht. Ja. Und da lohnt es sich halt auf alle Fälle immer, falls es nicht schon gemacht hat, zu abonnieren, weil es meistens über mehrere Teile geht oder auch über einen längeren Zeitraum dann immer mal wieder zu sehen ist oder auch hier im Livestream. Könnt ihr auch immer nachfragen und sagen, hier läuft dann das Projekt. Da wird eigentlich immer fleißig gespoilert. Es sei denn, ich habe jetzt gerade für Sonntag drauf das Video dazu oder so, dann bin ich ein bisschen bedeckt. Aber sonst erzähle ich euch das schon, wie so der Zwischenstand ist. Geben Akkus in Abend, Monja Achim. Ich denke auch, dass es nicht den Filter gibt, alle haben bei irgendeinem Becken ihre Daseinsberechtigung. Genau. Winscaping Achim, weißt du, was die Ursache für Froschleichalgen sein kann? Ja, kannst du mal reinschreiben, ich glaube, das ist gute Wasser und extrem wenig Nährstoffe, so wär mir bekannt. Ne? Also eigentlich kein Minuspunkt fürs Aquarium, sage ich mal so. Wenn man natürlich Pflanzenwachstum haben will, ist es ein Anzeichen, dass das wahrscheinlich auch nicht so gut klappt. Ja, also ich denke schon auch nicht, dass es den Filter gibt, aber es gibt schon echten Murks, den du kaufen kannst. Ne? Also gerade manchmal von namhaften Herstellern, da gibt es auch schon ein bisschen älteren Livestream von mir noch als Fischraum. Da habe ich tatsächlich mal so meine Erfahrung mit Innenfiltern. Wer ein bisschen Zeit und Spaß dran hat, der kann sich das gerne mal angucken. Ne? Und es ist einfach so, dass gerade im Innenfilterbereich ist es einfach so, dass eigentlich du keinen Filter kriegst, wo du sagst, ja, den baue ich jetzt in mein Aquarium und dann läuft's. Ja. Also ich kenne keinen, wenn ihr einen kennt, gerne. Natürlich auch da wieder abhängig, wenn ich natürlich ein sonst wie fett bepflanztes Becken habe, wo ich eigentlich nur ein bisschen Wasserbewegung brauche, da kann ich den Filter dann auch gleich weglassen. Ne?
So, aber alles andere, wenn ich sage, ich brauche wirklich Filterwirkung vom Filter, ja, und nicht nur Wasserbewegung, sind eigentlich die meisten Innenfilter nicht ausreichend gewesen. Das ist eben schade, weil da vielen Shutter-Sets dann die zu drinnen sind und dann die Leute das probieren und dann frustriert sind, weil natürlich die Filterung ein absolutes Schlüsselkriterium ist für ein funktionierendes Aquarium. Ja? Wie immer es dann macht, wie gesagt, da bin ich bei dir, das Scape Factory, da gibt es zig Ansätze, hängt ja davon ab, wie viele Fische, wie viele Pflanzen, wie viel Licht und so weiter, ne? Wie groß ist das Becken etc. Aber es gibt schon echt leider viel Murks. Gerade im Bereich Infilter für Aquarien scheint es ganz besonders heftig zu sein. Ja? Und jetzt zum Beispiel, da war von, na, wie heißen sie? Shark heißen die irgendwie, so ein Infilter. Ist auch wieder, da haben sie sich echt Mühe gegeben hier, ich komme gerade nicht drauf hier. Na, wie heißt italienischer Sitsche. Sitsche hat den Infilter, das war so eine der Innovationen, die sie da irgendwie bei der Messe gezeigt haben. Ja, und es war echt hübsch gemacht irgendwie so, hast du alles so magnetisch zusammen, klack, klack, ne? Aber letztendlich auch wieder Volumen zu klein und nur Schwamm drin. Ja, was willst du damit? Na? Na, und das war's dann. Also ich kann dann den Filter schön auseinandernehmen. Ja, Sitsche Shark Pro, hab den hier, genau. Also ich kaufe nicht bei dir. Ich kaufe den irgendwo anders. Ich könnte ja direkt bei Sitsche kaufen, aber kaufe ich nicht, weil ich nicht davon überzeugt bin, dann kaufe ich nicht und verkaufe man nicht. Das ist halt einfach so. Und der hat mich leider nicht überzeugt. Wenn ich ein bisschen Wasserbewegung brauche, mag es ganz nett sein, aber dann gibt es billigere Lösungen. Ne? Lebend Hintergrundgeräusche, Lüfter oder die Becken? Ne, also das ist der Lüfter hier, der hier steht. Ne? Sonst hält es ja auch nicht aus bei mir. Ja, das ist hier, habe ich hier rechts im Ventilator stehen, den hört er wahrscheinlich da im Hintergrund. Das Becken. Ja, der Filter, weil ich hier dieses Ding auf habe, hört man auch ein bisschen. Ja. Naja. Also, Greenscaping, wie wir es wissen. Ist ein Ziel von dir, Bio-Home im stationären Handel zu vertreiben, Fressnapf und Co. Ja, ist es. Ist es. Ja. Das Problem ist die Verpackung. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Und deswegen war ich ja auf der Messe, ne, um da Kontakt zu schaffen, war auch reges Interesse da. Ne, aber momentan klemmt es bei der Verpackung mal wieder. Ne. Aber ich bin da so weit wie noch nie zuvor und ich denke mal schon, dass ich da noch irgendwann eine Lösung hin. Genau. Jetzt geht es über die Diffusionsfilter. Na, genau. Jo, naja, haben wir ja fast eine Stunde voll. Habt ihr noch irgendeine Frage ansonsten? Sonst würde ich sagen, füttern wir noch ein bisschen. Dass der Shark Pro den Juwel-Infilter, also von den ganzen kommerziell, sag mal, erhältlichen, finde ich den Juwel natürlich noch am besten. Ja, und der ersetzt den nicht annähernd, weil er einfach nur Schwamm drin hat, weil er nicht, ne, und irgendwelche komischen Plastikkügelchen und so ein Kram, also das ist der Juwel schon besser, ne? Ja. Na, alles klar, gut. Ja, dann füttern wir noch ein bisschen, ne? Das machen wir. Wir füttern heute, Artemia füttern heute. Also ich mache hier mit meinen Fischen allein und ich bin gleich wieder da und hole Brustfutter. So. Muschelfleisch habe ich heute.
Lass den Finger dran, Jungs. Hier der eine hier, die haben jetzt irgendwie alle nochmal richtig einen Wachstumsschub gekriegt. Ich weiß nicht, ob man das sieht im Video. Der hat jetzt noch mal richtig die Fäden oben rausgeschoben wie der hier. Das heißt, dass die Flossen irgendwann ein bisschen hochgehen. Aber das ist ja schon ziemlich, also da gibt es schon Unterschiede auch noch hier innerhalb der Gruppe. Also das ist schon krass. Sowohl farblich als auch von der Form her und so. Jetzt habe ich auch noch reingeschmissen, oder? So. So. Da kommt noch eine Frage. Hast du vor, noch weitere Produkte auf den Markt zu bringen? Naja, ich habe mich da mit ein paar Leuten zusammengeschlossen, Kontakte geknüpft auf der Messe. Aber ich, wie gesagt, die Produkte, die habe ich euch teilweise sogar schon vorgestellt, ein bisschen. Aber ich teste sie noch aus und wenn das klappt und so weiter, würde ich die auch noch hier mit vermarkten, die eben jetzt hier noch nicht so bekannt sind. Ist schon denkbar und auch geplant, aber ja, alles peu à peu, gell? So, kann ich ein eingerichtetes Nano nach Herausnahme der Fisch- und Pflanzenzwecks Bekämpfung oder Münster, da der Vorrat der Nahe und so weiter ganz langsam auf 70 Grad Celsius erhitzen, ohne dass die Silikonnähte nachgeben? Also wäre ich jetzt vorsichtig, ehrlich gesagt. Aber warum willst du das erhitzen wenn du jetzt alles rausnimmst, du nimmst rausnehmen der Fische und Pflanzen, sechs Bekämpfer, dann nimmst du Chlorreiniger. Kannst du da nehmen. Na, wenn du es noch irgendwo hast oder übrig ist, kannst du auch Wasserstoffperoxid nehmen zum Reinigen, aber das ist meistens, wenn das in den verdünnten, dann reicht das nicht mehr. Ne, für Nano könnte es noch gehen, ist aber teuer, aber so Chlorreiniger macht alles. Ne? Und dann spülst du es aus und dadurch, dass der Chlor nach einer Weile verfliegt, ist es dann eigentlich gut. Du kannst noch zur Sicherheit noch einmal Wasseraufbereiter machen, die binden ja auch Chlor und dann hast du eigentlich Ruhe. Ne? Aber natürlich wird es dir nahezu unmöglich sein, die Pflanzen rauszukriegen, ohne dass da noch Blanche oder irgendwas dran ist oder Eier, dann müsstest du die auch noch, da kannst du auch kurz tunken, auch entweder im Wasserstoffperoxid geht das, geht aber auch, gibt also Chlorzeug gibt es auch, wenn es nur kurz, muss es höher verdünnen oder nur kurz tunken, geht auch, dann bist du es eigentlich alles. Ne? Du sagst, es ist über 100 Grad Celsius stabil, trotzdem würde ich weiß nicht, ich habe da, ich hätte es jetzt so gemacht. Gibt es im Biohome direkt neue Produkte oder Planungen? Also neue Produkte in dem Sinne nicht. Es ist so, dass es Projekte gibt in der Wasseraufbereitung richtig, ne? Und auch in der Hydroponik. Ne? Also dass praktisch man statt diesen üblichen Tonkügelchen, da suchen wir auch noch Partner, falls ihr da jemanden kennt oder wisst, in Deutschland, in England läuft es schon, und auch erfolgreich. Ne? Dass sie praktisch, ihr kriegt es ja selber mit, ja, mit der Hitze, mit dem Wetter, es wird immer wahrscheinlicher oder immer schwieriger, unter freiem Himmel sozusagen vernünftige Ernten hinzukriegen. Und deswegen werden sicherlich zuerst irgendwelche Gemüsegeschichten und so weiter, die werden sich in Gewächshäuser verlagern, wo das alles computergesteuert ist und da eben also Hydroponik zum Einsatz kommt.
Da gibt es, wie gesagt, da hat mir der Michael ein paar Bilder geschickt, das war sehr beeindruckend. Und da ist es so, dass praktisch hat dieser Tonkühlchen denn eine neue Sorte Bierhuhn zum Einsatz kommt. Und die ersten Ergebnisse sind da wirklich sehr, sehr vielversprechend. Also, das ist um Längen besser als tatsächlich diese Tondinger und hält natürlich ewig. Also, ganz praktisch rausziehen, neu reinstopfen und das eigentlich jahrelang so betreiben. Ne? Und ja, also, das ist sicherlich ein Aspekt. Aber die Wasseraufbereitung wird noch, denke ich, Zukunft eine Rolle spielen. Jetzt direkt neue, also für diese Hydroponik haben wir neue Formen tatsächlich. Aber die sind noch nicht in Deutschland. Und ansonsten momentan sind es ja nichts, aber das sind eben auch sehr Sachen, die sehr lange laufen, bis das getestet ist und dann irgendwie dann preislich und die Mengen, die da gebraucht werden, das ist eine ganz andere Herausforderung. Ne? Gibt es in Biohum direkt neue Produkte und da, warum ist eigentlich Biohum so teuer geworden und zum Beispiel das Siberox von Sera deutlich günstiger geworden? Beides wird doch bzw. gesünder. Also, warum jetzt das jetzt sehr so viel billiger geworden ist, weiß ich nicht. Ja, ich denke einfach, dass sie versuchen wollen, jetzt das, was sie gegen Bio verloren haben, über den Preis zu kompensieren, vermute ich mal. Es ist so, dass halt einfach diese normalen Sachen, Inflation und die gestiegenen Transportkosten sich auch da ein bisschen auf den Preis niederschlagen, leider. Ne? Können ich also nicht alles kompensieren. Und deswegen ist es leider teuer geworden. Genau, ein Like da lassen wir einen schönen guten Abend, wünsche ich. Also, danke für das Team. Such die, genau, alles klar. Also, würde mich mal interessieren, wie du einen Außen von der Oase, zum Beispiel in 52 oder 53 für Meerwasser bestücken würdest. Ja, Meerwasser bin ich überhaupt jetzt nicht so im Thema. Na, das ist zwar geplant, das ist aber schon lange geplant, bis jetzt habe ich es noch nicht durchgezogen, Meerwasserbecken zu haben. Aber tendenziell würde ich die genauso bestücken wie Süßwasser. Ne? Also kann man sich ja überlegen, ob man irgendeinen Eiweißabscheider reinballert. Aber wenn ich Meerwasser machen würde, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, ohne Eiweißabscheider das zu kriegen. Aber das ist Zukunftsmusik noch, wird sicherlich kommen. Aber wann, weiß ich noch nicht. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst einen Daumen da. Wenn ihr noch das später seht, auch gerne unten noch die Kommentarfunktion benutzen. Und Anregungen, Fragen, Links können wir reinschreiben. Weil hier im Chat gehen ja keine Links, aber in der Kommentarfunktion eigentlich schon. Ja, und vielen Dank, wie gesagt, dass wir nicht unterkriegen. Fühlt euch schön runter. Jetzt soll ja jetzt die Tage etwas kühler werden. Na? Und ja, ich sag mal, Filter Meerwasser sind unüblich. Ich weiß nicht, ob der Oase offiziell für Meerwasser gilt, ehrlich gesagt. Das steht immer dann extra drauf. Auf den Außenfiltern, wenn sie auch meerwassertauglich sind, da weiß ich jetzt gar nicht bei Oase. Ich meine ja, aber ich bin jetzt nicht 100% sicher. Ja? Also dann, bis hoffentlich nächsten Dienstag. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gell?